ein wunderschönes Campinggebiet, in dem wir sind. Und als ob wir Camper nicht genügend Einschränkungen schon gehabt hätten, ist dieses Camperparadies jetzt erstmal verschwunden. Ja, und zwar noch vermutlich dieses ganze Jahr. Oh, bis ins Jahr 2022 hinein. Ja, so lange braucht es nämlich, bis der See wieder aufgefüllt ist. Genau, und der See ist der Breitenauer See im Raum Heilbronn. Da fließt die Sulm durch und wir waren da schon im Dezember, wie noch Wasser drinnen war. Ein paar Drohnenaufnahmen haben wir gemacht, die sind allerdings natürlich wieder mal unscharf geworden. Aber wir wollen es euch trotzdem nicht vorenthalten, weil ihr das Wasser seht. Mhm. Dann waren wir im Februar nochmal da, dann waren wir im März nochmal da. Und das wollen wir euch jetzt zeigen und dann sagen wir euch, was es damit auf sich hat. Ja, weil und jetzt haben wir nämlich schon Mitte April. Ende April. Mitte, Ende April. Auf jeden Fall, der See ist jetzt leer und ja, dann zeigen wir euch das jetzt einfach. Ja, also wenn es euch interessiert, bleibt dran, ein verschwundenes Camperparadies. Temporär. Kommt wieder. Oder wo ist das Wasser hin? Ja, genau. So, Fahrradträger am Auto ist ja praktisch, aber eine Heckgarage im Wohnmobil ist wesentlich einfacher zu bedienen. Schauen wir mal, jetzt fahren wir mit dem Fahrradträger hinten. Vielleicht kommt die Ursi auch irgendwann dazu und mit ohne Hut vielleicht auch noch. Ah, oh, ja, okay. Mann, bist du umständlich. Oh, ja. Die Ursi ist immer so umständlich. Ist überhaupt nicht wahr. So. Und? Okay? Okay, alles? Jetzt stehen wir am Breitenauer See. Ja, und wie ihr schon gefallen, ja, gesehen habt, wir haben unsere Räder aus dem Wohnmobil rausgeholt, weil... Wir sind mit BKW hergefahren, wir wohnen nämlich nicht weit davon entfernt. Ja, genau. Und da ja jetzt mit Corona und alles solche Einschränkungen sind, haben wir einfach gedacht, fahren wir mit dem BKW hierher. Und hier sind wir jetzt am Breitenauer See. Ein Naherholungsgebiet, etwas nördlich von Heilbronn. Ja. Und von den Bürgern, oder die Bürger sind geplagt in dem Naherholungsgebiet, denn durch Covid-19 war das teilweise gesperrt im Laufe des Jahres, das heißt der Badesee. Ja, genau, weil da waren so viele Personen hier, dass der Abstand einfach nicht mehr eingehalten wurde und dann haben die einfach kurzerhand den See geschlossen. Ja. Das gab dann zwar ein ziemlicher Aufschrei in der Bevölkerung, aber genützt hat es nichts, der See war geschlossen. Und das Üble ist, selbst wenn Covid-19 nächstes Jahr verschwunden sein sollte, ja, was passiert? Da ist der See wieder nicht zugänglich. Nein. Weil da ist kein Wasser mehr drin. Ja, genau. Das ist ja hier so ein Stausee und der wird jetzt nämlich abgelassen. Und deshalb haben wir gedacht, wir fahren hier jetzt einfach nochmal her und schauen uns den See noch an, solange er ein See ist. Genau. Und im Sommer, wenn er kein See mehr ist, dann zeigen wir euch nochmal. Ja. So ist unser Plan. Ja, so ist unser Plan. Und jetzt mal schauen, was dabei rauskommt. So,
Helle hat jetzt ein paar Drohnenbilder gemacht. Mal schauen, ob es was geworden ist. Und wie immer geht mir natürlich da dann der Blutdruck in die Höhe. Ja, ich habe einen Signalabbruch gehabt, ja. Musste dann schauen, dass ich die Drohne wieder zurückbringe, ja. Keine Verbindung zur Drohne hat es geheißen. Also es ist manchmal schon etwas haarig, obwohl die Drohne nicht weit von mir weg war. Ich weiß halt, was Helle immer macht. Was die Drohne immer macht. Ja, ja, oder wie man sieht. Also auf jeden Fall, mir ist es zwar, obwohl es hier sehr kalt ist, wir haben nämlich hier gerade festgestellt, dass... Keine Handschuhe dabei. Ja, ich schon. Ich schon. Entschuldige, ich meine. Ja, also es ist nämlich hier ganz schön kalt und jetzt haben wir festgestellt, dass hier sogar schon Eis auf dem See ist. Ja, sagen wir mal. Mal zeigen. Und da hört er, wie das Wasser abläuft. Ja, also hier, du kannst es ja mal zeigen. Runter, ja. Richtig. Also das Wasser läuft hier rein und auf der anderen Seite wieder raus. Und jetzt mal schauen, wie das dann, wenn man dann mal vielleicht in so im Frühling vielleicht mal wieder herkommt oder vielleicht auch im Winter mal schauen, wie man das hinkriege. Dann schauen wir mal, wie das dann, ich rutsche hier runter, da geht es etwas runter, ja, wie er sich immer entleert. Genau. So, aber jetzt fahren wir wieder zurück zum Auto, ja. Und es ist nämlich schon ganz schön kalt. Ein bisschen was haben wir euch ja gezeigt vom See. Anfang Dezember 2020, ja. Muss man nur dazu sagen. Ja, genau. Also, jetzt gehen wir wieder weiter. Jawohl. Sind wir wieder am Breitenauer See. Ja, und haben wir nicht ein herrliches Wetter heute erwischt, aber es hat fast minus 10 Grad. Aber so kalt kommt es mir gar nicht vor. Nee, in der Sonne ist angenehm. Ja, und es geht überhaupt kein Wind, also es ist richtig schön. Richtig schön. Und der See ist schon mit etwas weniger Wasser, aber im Moment ist das bisschen Wasser natürlich eine Eisschicht. Ja, ja, es ist schon eine leichte Eisschicht drauf, natürlich nicht auf dem ganzen See. Da dazu war das noch nicht lange genug kalt genug. aber wir konnten euch hoffentlich ein bisschen was zeigen. Hoffen wir es. Ja. Weil wir haben jetzt den See schon mehrmals gefilmt und die Bilder sind, ich habe immer vergessen zu fokussieren, aber... Also ich hoffe, dass es diesmal geklappt hat, denn sonst müssen wir mal ein ernstes Wort mit dir reden. Ja, oder das Projekt abbrechen. Ja, also das wollen wir jetzt, ich hoffe. Und jetzt zeigen wir euch noch ein paar schöne Bilder von hier. Hm? Ja, genau. Wir melden uns wieder vom Breitenauer See. Ja, klar. Jetzt haben wir ja Mitte Februar ist jetzt. Fasnacht. Ja, Fasnacht. Ja, hello. Honoro, Alaf und wie ihr immer alle sagt. Also auf jeden Fall, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Jetzt hat mich ganz durcheinander gebracht. Ach ja, der See ist schon ziemlich abgelassen und eben wie gesagt, heute haben wir jetzt Mitte Februar und glaube ich im April soll er schon ganz abgelassen sein. Dann kommen wir mal wieder her. Da schauen wir natürlich nachher auch nochmal vorbei und was wir nämlich noch gar nicht gesehen haben, ist, wohin das ganze Wasser läuft. Ja, genau. Das schauen wir uns das nächste Mal an. Ja. Jetzt gibt es noch ein paar Winterimpressionen, weil es ist nämlich bitter kalt. Nö, so kalt, habe ich doch gerade gesagt, so kalt ist es doch gar nicht. Du hast gesagt, es ist minus 10 Grad. Ja, und trotzdem ist es nicht so kalt. Es reicht, um ein paar Bilder zu machen. Unglaublich. Also... Oh! Honoro! Honoro, ja! Okay! Musik.
Gerade hat der März begonnen und schon wieder sind wir am Breitenauer See. Ja, wir wollen ja schließlich dokumentieren, wie das Wasser so langsam abfließt und ist schon ganz schön viel draußen. Ist wieder draußen und wir wollten uns heute mal, es gibt zwei Tämme, also einen unteren Tamm und einen oberen Damm. Mhm. Wir sind jetzt auf dem oberen Damm. Und ja, eigentlich wollten wir euch jetzt zeigen, wo das Wasser rausläuft, aber wir haben es nicht gefunden. Wir haben uns auch kundig gemacht. Bisher konnte uns keiner sagen, wo das Wasser jetzt genau rausläuft. Ja, jetzt habe ich die Drohne vom Damm weg ein bisschen aufsteigen lassen, um die Sulden zu suchen. Aber offensichtlich ist sie unterirdisch unterwegs. Also ich weiß nicht, dieser Mann hat gemeint, es gäbe einen Kanal. Also wir konnten jetzt nichts sehen. Aber wir haben ja heute mal gesagt, wo das Wasser eigentlich hinfließt. Gell? In die Sulm. Ja, und von der Sulm? Von der Sulm fließt es dann in den Neckar, und zwar bei Neckarsulm. Ja, ja, genau. Und vom Neckar fließt es bei Mannheim in den Rhein, mhm, und dann in die Nordsee. Mhm. Auch ein schönes Stückchen, gell? Ja, also wir können euch leider nicht zeigen, wo das Wasser entweicht. Ja, aber ein schöner Ausflugstag ist es auf jeden Fall. Herrlich. Es ist angenehm warm schon. Mhm. Und ja, die Saison wird nicht sonderlich gut für den Campingplatz. Das ist jetzt gesperrt wegen Lockdown. Und wenn dann kein Wasser mehr drin ist, lädt er natürlich nicht mehr so zum Verweilen ein. Ja, obwohl es ist ja dann wahrscheinlich auch interessant, mal für ein paar Tage hierher zu kommen, um zu schauen, wie ein leerer Stausee aussieht. Ja. Ja, und am Ufer hat man lauter Begrenzungen hingemacht, also diese grünen Dinger, damit die Krebse nicht abhauen. Stimmt, da stand was in der Zeitung. Ja, da ist nämlich, also wie in den meisten deutschen Gewässern schon mittlerweile, ja, sind ja überall diese Neozoen, also diese Lebewesen, die da nicht reingehören. Mhm. Und da sind wohl auch eine Krebsart drinnen, die die Jungfische auffrisst, und die will man jetzt gleichzeitig mit beseitigen. Mhm. Das Problem ist nur, die können im Schlamm auch bis zu einem Jahr oder zwei Jahre überleben, ja. Und somit wird man so befürchtet, so habe ich es in der Zeitung gelesen, dass man vieles nicht findet. Ja. So ist halt das Leben, ne? Ja, genau. Ich denke, jetzt fahren wir noch ein bisschen, oder? Ja, wir können ja noch das eine oder andere zeigen, auch schon der breite Uferbereich. Ja, wenn wir noch mal was finden, sieht, dann melden wir uns noch mal ansonsten beim nächsten Besuch hier. Ja, ich denke, beim nächsten Besuch wird das See leer sein. Ich meine, mich erinnern zu können, dass es Kaiser hat Mitte April. Gut. Also, schauen wir mal. Genau.
So, jetzt haben wir eine Stauanlage gefunden, aber die ist oberhalb des Breitenauer Sees, da fließt dann Wasser ab. Aber dass das vom Breitenauer See kommt, da müsste ja Pumpe das Wasser hochpumpen. Na, oder halt unterm Damm durch, unterirdisch durch. Dass da irgendwie das wie so ein Kanal in diesen Teich hier reingeht und dann hier fließt. Zeig's mal bitte. Weil hier fließt das Wasser nämlich raus. Und auf der anderen Seite, machst du mal einen Schwenk, ja, hinterm Gebüsch geht es steil runter und da ist die Sulm. Das ist bestimmt noch nicht die Sulm, das ist vielleicht das kleine, so ein kleiner Zufluss. Ein Kanal. So ein kleiner Zufluss von der Sulm. Da fahren wir jetzt mal runter, das schauen wir uns an. Mhm. Wir sind ratlos am Breitenauer See. Wir sind recht ratlos. Natürlich sind wir ratlos. Ja, ach so. Rad. Nicht Rad, sondern Rad. So ist, wenn halt ein Franke mit D und T seine Probleme hat. Radlos. Ja. Also, das ist der Nonnenbach. Habe ich jetzt nachgeschaut bei Google Maps. Und der Nonnenbach, da fließt wohl der Breitenauer See über Nonnenbach ab in die Sulm. Aber das ist nur so genau wissen wir es nicht. Ja, also, eben, das vermuten wir jetzt einfach, weil wir haben nichts anderes. Ratlos am Breitenauer See. Und gutes Rad ist teuer. Guter Rad ist teuer. Ja, aber gutes Rad ist auch teuer. Ja. Alles teuer. Also jetzt radeln wir noch ein bisschen. Genau. Also deutsche Ingenieurskunst ist es dann, wenn was funktioniert und man weiß nicht wie. Und da du ja der beste Ingenieur und Techniker bist, gell, hast du sowieso keine Ahnung von nichts, genau. Und gar nichts. Null Ahnung. Also hier sind wir beim Kanal. Wir denken, das ist der Zufluss zu dem kleinen See oberhalb der oberen Staumauer oder oberhalb des oberen Staudamms, der nicht abgelassen wird. Nee, also das ist definitiv der Zufluss. Das denkt man nicht nur, so schlau sind wir. Ja. Aber in dem oberen Teil, da sind, glaube ich, auch die ganzen Fische umgesetzt worden. Ja, die sind umgesetzt worden, das weiß ich. Ja. Und jetzt weiß er nicht mehr, was er hat sagen wollen. Doch, nähere Details wissen wir nicht. Also hier ist offensichtlich ein Zufluss, ja. Aber den Abfluss haben wir halt nicht gefunden. Und das scheint mir so zu sein, als wenn das die kanalisierte oder ein Teil, ein kleiner Kanal wäre von der Sulm weg. Mhm. Wobei ich nicht weiß, wo die Sulm fließt im Moment jetzt. Also die müsste wir hier sind ganz total desorientiert. Ja, vielleicht wenn wir das nächste Mal herkommen, vielleicht haben wir da mehr Ahnung. Ja, oder ein Zuschauer klärt uns dann vielleicht mal auf. Ja, aber es ist hochinteressant. Also wenn ihr mal in der Gegend seid, dann ladet eure Fahrräder aus und fahrt mal um den Breitenauer See. Ja, man kann auch wunderbar drum rumlaufen. Ich glaube, das sind nicht mal 5 Kilometer. Ja, aber nicht, wenn man Knie hat. Drum fahren wir ja. So.
Hör mal, da bewegt sich was. Ist da ein Krebs drin? Na, schau mal, hat sich was bewegt. Wo hast du Eidechs gesehen? Da. Wo? Da. Ach ja, ach so eine kleine. Nimm sie mit der Hand, Helmut. Die kriegst du so heute raus. Langst du an? Komm, langst du an. Mann. Na komm, jetzt. Komm. Ach komm, du brauchst keine Angst haben. Nee. Na komm, die hat Angst. Jetzt. Wo ist sie? Ah, da, da. An deinem Fuß. Das war jetzt eine gute Tat. Tierrettung! Die Ursi ist die Beste. Also, ihr seht, Fragen über Fragen und alle Fragen können wir nach wie vor nicht beantworten. Nein. Was wir gefunden haben, das ist der Ablauf. Mhm. Also, das läuft definitiv durch die Sulm. Und nein, die Sulm läuft durch den Breitenauer See läuft die Sulm durch und die läuft eben auf der anderen Seite wieder raus. Und unterirdisch. Zwar unterirdisch, so wie das jetzt aussieht, so wie mich eigentlich schon vermutet hatte. Ja, mhm. Und dann, das sind jetzt zwei Damms, ja, also der obere mhm. Damm und der untere Damm. Und der untere ist ständig dann gefüllt, das ist dann Badegewässer. Aber voll ist er erst wieder 2022. Mhm. Also dieses Jahr wird jetzt die Staumauer repariert und dann läuft er langsam wieder voll. Und das Ganze dauert dann wohl wieder ein Jahr. Und dann ab 2022 sollen wir dann wieder hoffentlich hier Urlaub machen können. Ja, Urlaub kann man schon machen, nur am Campingplatz hat man dann halt kein Wasser. Ja, aber man kann hier wunderschön Fahrrad fahren. Ja, das geht, ja. Ja, ein paar Anekdoten haben wir auch dazu gelesen. Mhm. Die Leute sind natürlich da alle reingegangen, obwohl alles abgesperrt ist. Ja. Es gibt halt immer irgendwelche Unvernünftige, die meinen, solche Schilder stehen zum Spaß da. Ja. Eine Frau ist wohl bis zur Hüfte versunken und ist nicht mehr rausgekommen. Und die mussten dann die Feuerwehr kostspielig bergen. Ja. Da ist dann sogar ein Feuerwehrmann eingesunken, mhm. Ja, weil das so schlammig gewesen ist. Und die Fische, man hat dann Tonnen von Fischen abgefischt. Also wie dann der See schon fast leer gewesen ist, mhm. sind die Angler gekommen und haben in den kleinen Bereich, der stehen geblieben ist, da haben wir dann die Fische umgesiedelt, so lange, bis auf die Waller, also den Wels. Mhm. Der Wels ist ja kein sehr umweltverträglicher Fisch, den hat man gleich aussortiert. Aber die anderen Fische hat man alle in das kleinere Becken rein. Das waren also mehrere Tonnen Fisch, habe ich in der Zeitung gelesen. Und was denen aufgefallen ist, natürlich auch, dass das sehr schlammig ist und dass sehr viele Schuhe noch mit rausgezogen haben. Also offensichtlich waren da noch mehr Besucher, die Absperrungen missachtet haben, da reingegangen sind und dann stecken geblieben sind und ohne Schuh wieder rausgekommen sind. Also das sind so kleine Anekdoten, die sich da abgespielt haben. Ja. Ja, und dann gibt es noch sozusagen der amerikanische Krebs. Genau. Das, ja, ja. Der verbreitet wohl eine Krankheit unter den ganzen Krebsarten und deswegen versucht man, den rauszubekommen. Aber das wird wohl nicht ganz gelingen,
denn der hält es wohl, der überlebt wohl bis zu 2 Jahren im Schlamm. Mhm. Und da ist ja dann schon wieder Wasser drin. Also man kriegt da nur einen Teil der Krebse raus, die hat man auch gleich aussortiert, aber er wird nicht auszurotten sein. Nee. Ja. So, also Geschichten um den Breitenauer See interessieren uns natürlich. Also wenn ihr da was drüber wisst, dann schreibt uns das gerne rein. Wir sind interessiert an so ein bisschen Hintergründen. Viel haben wir nicht darüber gefunden, nur das, was wir wissen. Aber immer können wir nicht alles wissen. Ja? Nein, ist auch nicht nötig. Wir sind ja nicht die Aufklärer der Nation. Nein, aber uns hat es einfach auch selber interessiert, ja, wie das da so geht, wie lange das dauert. Und ja, und außerdem ist es eigentlich ein schöner Ausflug. Man kann natürlich eben wunderbar drumherum laufen oder Fahrrad fahren. Ist wunderbar. Wir wohnen so 20, 30 Kilometer von dem See entfernt und sind jetzt mit dem Gustl hergekommen. Und warum? Weil unser Gustl ist sommerfertig. Jawohl. Wir sind abfahrtsbereit. Und da wir nach 50 Kilometer diese Muttern wieder nachziehen lassen sollten. Von den Sommerreifen, die wir jetzt aufziehen haben lassen. Ja, genau. Haben wir uns einfach gedacht, wir fahren jetzt mal wieder mit dem Gustl. Das tut dem Gustl gut und das tut uns gut. Ja. Und wir können dann gleich anschließend unsere Reifen nachziehen lassen. Und somit wäre er jetzt eigentlich wieder startklar. Ja, das einzig Traurige ist, dass es natürlich nur ein kurzer Ausflug war. Ich wäre gerne noch ein paar hundert Kilometer weitergefahren. Das kommt. Kommt auch noch. Aber jetzt genießen wir erstmal hier diesen wunderschönen Tag. Es ist nämlich richtig toll warm hier jetzt, gell? Der Frühling kommt mit großen Schritten. Jetzt hoffen wir, dass alles bald wieder in Ordnung kommt, dass ihr gesund bleibt. Genau. Und dass dann wieder Normalität in unser Camperleben eintritt, dass wir alle noch ein schönes Jahr 2021 haben. Ja. War eine schöne Worte, Ossi? Hätte von mir sein können. Ja, also auch mir fällt was ein. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Schluss, oder? Ja, genau. Wenn es euch gefallen hat, der kleine Ausflug zum Breitenauer See bei Heilbronn, könnt ihr gern einen Daumen geben. Freut uns immer. Ja. Schreibt uns was rein, wenn ihr was wisst zum Breitenauer See, interessiert uns auch. Und ansonsten wünschen wir euch einen guten Start ins Frühjahr, ins Campingfrühjahr. Und wir hoffen, dass es bald losgeht. Ja, das wünschen wir uns alle. Also, macht's gut. Also, ciao. Ciao.